herr präsident! weißrussland der letzte staat in europa der nach wie vor die todesstrafe verhängt und auch vollstreckt und das obwohl 250 null menschen eine petition unterschrieben haben gegen die abschaffung oder für die abschaffung der todesstrafe in weißrussland. im zusammenhang mit dem tragischen bombenattentat auf die minsker u bahn vom. elften april wurden gegen dzmitry konwaljow und uladzislau kavalyou todesurteile verhängt. aber so scharf das attentat auch zu verurteilen ist, todesstrafe ist keine angemessene antwort auf mord und kriminalität. und zumindest europa und die westliche welt und da zähle ich auch amerika dazu sollten sich wesentlich von asiatischen und afrikanischen traditionen unterscheiden. staatliches töten ist weder human noch kann damit gerechtigkeit hergestellt werden. ich schließe mich daher dem appell des ministerkomitees an und fordere die weißrussischen behörden auf die todesstrafe abzuschaffen. besten dank!